Abszess am After ist ein chirurgisch-proktologischer Notfall und ist eine sehr schmerzhafte Situation für den Patienten oder für den Betroffenen. In diesem Video geht es darum, was das ist, wie fühlt sich das an und was man eigentlich machen muss, wenn jemand, zum Beispiel Sie, einen Analabszess haben. Mein Name ist Dr. Eduard Karsten, herzlich willkommen in Wuppertal in meiner Praxis. Analabszess. Wenn ich ehrlich bin, dieses Krankheitsbild hat mehrere Namen. Analabszess, Perianalabszess, Pararektalabszess, paraproktitischer Abszess und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist das immer wieder das Gleiche. Und zwar, das ist ein entzündliches Geschehen mit einer Ansammlung von Eiter neben dem After. Wie fühlt sich das an? Letztendlich, wie ich im Intro gesagt habe, das ist eine schmerzhafte Situation. Das ist, eigentlich stellt auch einen chirurgischen oder proktologischen Notfall dar. Es beginnt relativ banal. Die Patienten fangen an, etwas Schmerzen am After zu verspüren und eine Art Schwellung. Das heißt, man sagt, irgendwie sitzen ist schwer, irgendwie stört da irgendwas. Das ist wie so ein schmerzhafter Fremdkörper, was immer schlimmer wird. Das heißt, die Schwellung nimmt zu, die Schmerzen nehmen zu und so, dass die Patienten zum Arzt gehen müssen. Was sehen wir in dem Fall? Also es ist so, dass wir in der proktologischen Untersuchung, wenn die Patienten mir sowas erzählen, haben wir wirklich schon so eine Vorahnung, in welche Richtung das geht. In der Untersuchung sehen wir die typischen Zeichen einer Entzündung. Das bedeutet, wir sehen eine Schwellung neben dem After, neben dem Darmausgang. Wir sehen tatsächlich eine Rötung, manchmal so eine weißliche Stelle, wenn der Druck wirklich sehr stark ist. Wir fühlen eine Überwärmung, dass es wirklich diese Region auch sehr warm ist. Und die Funktion ist oft eingestellt, also die typischen 4 Entzündungszeichen, die wir im Medizinstudium auch gelernt haben. Wie kommt das dazu? Analabszess entsteht in meisten Fällen aufgrund einer Entzündung der Afterdrüse. Also das heißt, viele Menschen haben sogenannte Afterdrüsen, die sitzen im Analkanal. Das bedeutet, wir haben da die ganz feinen Drüsengänge, die in den Analkanal einmünden. Die Funktion der Afterdrüsen ist einfach, ja, das ist einmal eine Befeuchtung, eine Lubrikation, also da wird etwas Schleim und Gleitmittel gesondert, um den Stuhl einfach gleitfähig zu machen. Und der Drüsenkörper sitzt eigentlich zwischen den beiden inneren und äußeren Schließmuskeln. Und wenn diese Analdrüsen sich verstopfen, aus welchen Gründen auch immer, oder irritiert werden, aufgrund einer Entzündung zum Beispiel, das kann auch bei einer Durchfallerkrankung oder chronischen Verstopfung passieren, manchmal auch tatsächlich nach einer mechanischen Reizung, zum Beispiel nach einem Analverkehr, und dann stopfen sich diese Drüsen und dann sammelt sich tatsächlich, also das heißt dieser Mukus, dieser Schleim kann nicht abfließen, das schwillt zu und dann kann diese Drüse sich entzünden. Das ist ja natürlich unglaublich. Wir haben unglaublich viele Keime in der Nähe. Wir haben diese Fäkalkeime und die gelangen in diesen Drüsenkörper und dann kommt das zu dieser Entzündung. Das bedeutet, es entsteht ein entzündlicher Prozess. Der Körper versucht, die Entzündung zu bekämpfen. Es ist eine Entzündungsreaktion. Es wird überwärmt und es bildet sich wie so eine Kapsel. Das heißt, der Körper versucht, das auch abzukapseln. Das ist so, und da sammelt sich eigentlich Eiter und kann unter Umständen ziemlich anschwellen. Und da ist das so, dass die Höhe des Abszesses oder die Tiefe des Abszesses auch unterschiedlich sein kann. Wenn die Abszesse sehr, sehr oberflächlich sind, dann wirklich, man sieht, dass es wie so eine Beule sich nach außen drückt. Oft hat dieser Abszess eine weiße Stelle, eine Whitehead im Englischen. Das ist tatsächlich dann Eiter, was wirklich schon nach außen drängt. Aber diese Abszesse können auch in der Tiefe liegen. Und manchmal ist das so, wenn die zu weit nach oben gehen, also wirklich weiter nach oben Richtung Mastdarm gehen, dann kann schon passieren, dass dieser Abszess auch nicht schmerzhaft ist, weil da ist man eigentlich mehr schmerzempfindlich und das ist so die Clue dabei, dann auch zu entdecken. Was soll man machen? Also tatsächlich, wenn die Patienten zu uns mit dem Abszess kommen, manchmal haben die Patienten auch Glück, dass Abszess einfach sich spontan entleert. Das bedeutet, es bricht nach außen aus, es entleert sich Eiter und vielleicht so etwas blutiges, übel riechendes Sekret, dann Druck ist raus. Das kann sich manchmal auch in den Inanalkanal sich einfach entleeren und der Druck ist raus. Da muss man einfach beobachten, ob ein Fistelgang vielleicht entstanden ist oder nicht. In diesem Fall gucken wir ganz vorsichtig, wenn tatsächlich eine offensichtliche Fistel ist, dann wird auch diese Fistel mit einem Faden trainiert. Hierzu können Sie einige Videos bei mir auf dem YouTube-Kanal sehen. Wenn das nicht der Fall ist, oft ist das so, dass das Abszess einfach nicht sich spontan entleeren kann. In so einem Fall braucht man einen chirurgischen Eingriff. Also das heißt, wir entlasten den Druck, den Eiter, damit es abfließen kann und die Wunde wird offen behandelt. In ganz, ganz seltenen Fällen, muss man dazu sagen, ganz, ganz seltenen Fällen, wenn die Entzündung sehr weit fortgeschritten ist und manchmal kann sich tatsächlich aus diesem Abszess die Entzündung Richtung Weichteile gehen, benötigen die Patienten antibiotische Therapie, also ein Antibiotikum, aber das ist eine Seltenheit. In der Regel wird ein Abszess chirurgisch behandelt. Müssen die Abszesse behandelt werden? Ja.
In jedem Fall. Also wir empfehlen immer eine chirurgische Sanierung, denn ein Entzündungsherd, auch wenn er abgekapselt ist, ist eigentlich nichts Gutes für den Körper. Das bedeutet, Sie haben immer so eine entzündliche Aktivität und diese Abszesse oder diese Entzündung können sich in die Weichteile verbreiten, was auch gefährlich sein kann. Ja, das heißt, wenn die Keime in die Blutbahn gehen, man kann auch eine Sepsis, eine Blutvergiftung bekommen, besonders die Patienten, die vielleicht eine Gefährdung haben. Zum Beispiel bei Diabetes oder bei Einnahme bestimmter Medikamente oder bei bestimmten Erkrankungen, bei denen das Immunsystem vielleicht schon etwas angeschlagen ist. In so einem Fall kann das auch in manchen Fällen lebensgefährlich sein. Was bedeutet das für Sie? Also wenn Sie das Gefühl haben, dass da irgendwas kommt, ne, dass es irgendwas schmerzt und vielleicht Sie eine Schwellung haben, die vielleicht etwas sich auch warm anfühlt, denken Sie an die Möglichkeit einer Abszesses und gehen Sie unbedingt zu einem Proktologen oder zu einer Proktologin Ihrer Wahl. Dann wird auch die Diagnose sehr schnell gestellt. Wenn Sie jetzt vor Ort keine Facharztpraxis haben, dann gehen Sie natürlich in die Notaufnahme eines Krankenhauses und sagen Sie, da ist was und das tut weh. Und da wird ein chirurgisch tätiger Kollege oder Kollegin das angucken und die richtige Diagnose stellen. Dann werden Sie sehr schnell die richtige Behandlung bekommen, die Sie brauchen. Vielen Dank, dass Sie dieses Video bis zum Ende angeschaut haben. Ihr Dr. Eduard Kasten.